In Novgorod kümmert sich das Flugzeugwerk Sokol seit 2007 darum, die MiG-31 der russischen Luftwaffe fit für die Zukunft zu machen. Neben dem Upgrade auf den Standard MiG-31 BM testen die Ingenieure dort auch komplett neue Ansätze, zum Beispiel Flibivire. Russlands Luftwaffe rüstet ihre Abfangjäger für die nächste Dekade. 40 Jahre schon schützt die Mikoyan-Gurewitsch MiG-31 den heimischen Luftraum und auch in absehbarer Zukunft wird sich daran nicht viel ändern, denn die MiG-31, 3000 km pro Stunde schnell, ist technisch nach wie vor auf der Höhe der Zeit. Das liegt vor allem daran, dass im Flugzeugwerk Sokol in Novgorod seit 2007 ein umfangreiches Modernisierungsprogramm im Gange ist. Stück für Stück werden hier die im Einsatz stehenden MiG-31 auf den aktuellen Standard BM hochgerüstet. Dieser umfasst etwa das hochmoderne Zaslon am Radar, das die MiG-31 BM in die Lage versetzt, sechs Luftziele gleichzeitig zu bekämpfen und bis zu zehn Luftziele zu verfolgen. Die Reichweite des Radars beträgt 320 km, und dank der Rakete R37M kann die MiG-31BM gegnerische Flugzeuge über 280 km hinweg bekämpfen. LCD-Bildschirme, auf denen Taktik-, Navigations-, Radar und andere Informationen angezeigt werden, erhielten Einzug ins Cockpit der MiG-31BM. Dazu kommen neue Waffen wie die Hyperschallrakete Kinschall. Die Verantwortlichen in Nizhninovgorod nutzen den Aufenthalt der Kampfjets im Sokolwerk zudem für eine umfangreiche Frischzellenkur. So werden vor Ort sämtliche Gummidichtungen, die Verkabelung, sowie die Cockpitaube ersetzt und die Zellen auf Korrosion untersucht. Je nach Zustand des Flugzeugs müsse man dann zwischen 15 und 50% Prozent der Zelle austauschen, heißt es seitens Sokol. Neuverbaute Komponenten kämen generell zu 99,9 Prozent aus Russland, während die alten Pendants zum Teil in früheren Sowjetrepubliken gefertigt wurden, die heute nicht mehr Teil der russischen Föderation sind. Der gesamte Upgrade-Prozess nehme pro Flugzeug weniger als ein Jahr in Anspruch und erhöhe die Kampfkraft der MiG-31 um das Dreifache, so Sokol. Allerdings sehen die Ingenieure in Nischninowgorod offenbar noch mehr Spielraum für das altbewährte Schlachtross. So arbeitet Sokol nach eigenen Angaben derzeit an einer MiG-31, die anstelle der klassischen mechanischen Steuerung mittels Flibivire gesteuert wird. Dafür sei die Installation einer Reihe von Computergeräten im Flugzeug notwendig gewesen. Die Variante mit der Flibivire-Steuerung ist bereits in der Umsetzung, jetzt wird diese Variante des modernisierten Abfangjägers getestet, zitiert die Nachrichtenagentur TASS einen Sokol-Vertreter. Was genau Sokol mit den Tests bezweckt, ist unklar. Womöglich geht es aber bereits jetzt darum, die MiG-31 auf eine noch längere Einsatzdauer vorzubereiten, denn einen neu entwickelten Nachfolger, etwa die sagenumwobene MiG-41, können sich die Russen vermutlich nicht leisten. Müssen sie aber auch nicht. Staatskonzern Rostek führte bereits vor längerer Zeit an, die Lebensdauer der MiG-31 sei praktisch unerschöpflich, dank ihrer teilweise aus Titan gebauten Zelle.